Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Wie von euch gewünscht und wie von mir ja in der Vergangenheit auch angekündigt, will ich heute mit euch über das Thema Berufung finden als Mann sprechen. Ein ganz wichtiges Thema, ein ganz zentrales Thema. Ich werde dir jetzt erstmal erklären, warum das so wichtig ist, damit du überhaupt verstehst, ja, warum das so ein großer Faktor ist oder warum ich denke, dass es ein großer Faktor für jeden Mann ist. Und dann kommen wir darauf, wie du das machen kannst, wie du deine Berufung finden kannst, wie du diesen Weg gehen kannst. Schauen wir uns also erstmal an, warum ist es überhaupt wichtig? Also man könnte ja auch was sagen, ja, Berufung finden als Mann, ja, ist ja auch eigentlich egal, was bringt mir das überhaupt? Und das ist natürlich erstmal eine gute Frage und ich möchte es mal so zusammenfassen. Wenn du eine Berufung als Mann hast oder wenn du auf dem Weg dahin bist, deine Berufung als Mann zu finden, dann resultiert das darin, dass du dich A, sehr wohl mit dir selbst fühlst und B, weißt, wo du hin willst, quasi einen Kompass hast im Leben, nach dem du dich richten kannst, ein Ziel vor Augen hast. Und das sorgt eben dafür, dass Männer sich in ihrer eigenen Haut sehr wohl fühlen, dass du dich in deiner Maskulinität, in deiner Männlichkeit zu Hause fühlst und dass das auch eben einen sehr starken, attraktiven Einfluss auf Frauen hat. Also wenn du mal von sowas gehört hast oder wenn dir mal jemand erzählt hat, ja, es gibt so Taktiken und Techniken, mit denen kann man extreme Anziehung bei Frauen erzeugen, das sind diese Sätze, die man sagen muss, dann hat dir da jemand mehr oder weniger Scheiße erzählt. Aber wenn es eine Sache gäbe, die am nächsten rankommt an, wie kann man wirklich attraktiv auf eine Frau wirken, dann wäre das dieser Punkt. Dann wäre das die ausgebildete Männlichkeit, dein männlicher Kern, deine Maskulinität. Und die kannst du eben entwickeln. Und ein Teil, der dazugehört, ein sehr, sehr großer Teil ist, dass du als Mann deine Berufung findest oder auf der Suche nach deiner Berufung bist. Und das ist nicht nur deswegen wichtig, sondern auch in anderen Kontexten, was diesen ganzen Frauenbereich angeht. Wir haben öfter schon über solche Themen wie One-Nighters gesprochen, wenn man in eine Frau verliebt ist oder wenn man viel zu viel Aufmerksamkeit auf eine Frau legt, viel zu viel Aufmerksamkeit auf Frauen allgemein legt, deswegen irgendwie ständig enttäuscht ist, ständig über Frauen nachdenkt, ihnen ständig schreiben will und nichts anderes mehr in seinem Leben machen kann. Viele Männer draußen kennen das ja. Und wenn du eine Berufung hast, wenn du einen Weg hast, dem du folgst, dann wirst du nicht in ungesunde Muster mit Frauen rutschen. Ne? Weil natürlich ist es in Ordnung, in einer Frau interessiert zu sein. Es ist auch vollkommen in Ordnung, an einer Frau nur interessiert zu sein und die eben in seinem Leben haben zu wollen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur viele Männer fallen halt in eine sehr ungesunde, starke Fixierung auf eine Frau oder auf das Frauenthema allgemein und denken, oh mein Gott, wenn das Frauenthema laufen würde, dann ist mein Leben endlich gerettet. Wenn du auf dem Weg zu deiner Berufung bist oder sie gefunden hast, da kommen wir dann gleich zu, dann wird das nicht mehr so wichtig sein. Da wird es natürlich immer noch etwas sein, was du in deinem Leben haben möchtest, aber es wird nicht mehr diesen ungesunden Zug haben, diesen ungesunden Drang haben, sondern du wirst einfach eine gesunde und gute Beziehung mit Frauen und Dingen und Frauenthema führen können. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema und deswegen reicht es zum Beispiel nicht, wenn man sich nur um Flirttechniken kümmert, weil du dann eben dieses Grundproblem nicht löst. Ne? Also wenn dein Fokus zu sehr auf Frauen liegt, dann kannst du noch so viele Flirtfähigkeiten, wie du willst, lernen. Das wird dich nicht von deinem Urfokus wegbringen, sondern dann bist du vielleicht nur ein besserer Flirter, was auch wichtig ist. Aber deswegen ist es so entscheidend, dass man sich im Mannwerdungsprozess, sage ich mal, und im Frauenprozess nicht nur das Flirten anschaut, sondern eben auch dieses Mannsein, diese Mannentwicklung. Und das wollen wir heute tun. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos, wo ich dir erklären möchte, wie das funktionieren kann mit der Berufung. Und hier kommt vielleicht die erste etwas schlechte Nachricht. Wenn es ein Thema gibt, was am weitesten weg ist von Quickfixes, von mach diese Sache für 30 Tage, mach diese Bauchübung und dann hast du Bauchmuskeln. Wenn es eine Sache gibt, die am weitesten weg von Quickfixes ist, dann ist es dieses Thema, nämlich seine Berufung finden als Mann. Das ist ein Prozess, der unglaubliche Geduld, unglaubliches Dranbleiben von dir erfordert. Das ist ein Prozess, der über Jahre, über dein gesamtes Leben geht. Das ist ungefähr so, wie wenn du deine Bewusstheit durch Meditation verbessern willst. Das ist auch ein Prozess, der wirklich eigentlich niemals aufhört. Es gibt da nicht den Endpunkt, an dem du ankommen kannst. Also wenn du dir jetzt das Ziel setzt, ich möchte eine Familie gründen und das bedeutet für mich eine Frau und zwei Kinder, dann ist halt dieses Ziel erreicht, wenn du diesen Punkt erreicht hast. Dann ist das Ziel halt auch wirklich abgeschlossen. Das ist dann das Ende dieses Ziels. Und das kannst du innerhalb deiner Lebenszeit erreichen. Aber seine Berufung zu finden, das ist eben so eine Sache, die immer wieder mitschwingt und die nie so ganz am Ende sein wird. Ich will dir jetzt aber genau erklären, was das bedeutet und wie du da eben hinkommst. Berufung zu finden bedeutet nicht unbedingt, dass du einen Beruf findest, der dir Spaß macht. Also wunderschön, wenn das so ist, wunderschön, wenn deine Berufung auch dein Beruf ist, aber das muss es nicht unbedingt sein. Ist natürlich toll, wenn sich das verbindet, das ist ganz klar, weil dann hast du eben Zeit, die du in deine Berufung investierst. Da
profitierst du auch noch von, indem du Geld damit verdienst. Es ist aber kein Muss. Es kann also auch sein, dass du als Hausmeister arbeitest und das eben nur machst, um Geld zu verdienen und dich den Rest deiner Zeit auf deine Berufung konzentrierst und dann wirst du auch ein glücklicher und zufriedener Mann sein. Was du nicht machen solltest, ist, dass du dich überhaupt nicht mit diesem Thema auseinandersetzt und dass du dann zu einer Arbeit gehst, zu der du gar nicht gehen willst, wo du dann nur Geld verdienst, um dich dann später vor den Fernseher zu setzen, was sicherlich nicht deine Berufung ist, um dann einfach unglücklich zu sein. Das wäre das Gegenstück. Berufung finden, das kannst du dir so vorstellen, und David Dale hat das mal wieder in seinem Buch Der Weg des wahren Mannes, klare und immer noch die größte Buchempfehlung hier auf dem Channel, hat das ganz schön beschrieben mit einem Bildnis, das ich hier gerne einmal nutzen möchte. Und zwar sagt er, dass du dir vorstellen kannst wie eine Zwiebel, bei der du immer weiter Schalen abpellst sozusagen, um zum Kern der Zwiebel zu kommen. Genauso ist es. Deine Berufung liegt im Kern dieser Zwiebel. Stell sie dir als Zwiebel vor. Und was du machst, ist, dass du immer mehr Schalen oder immer mehr Schichten abbaust, um dann irgendwann zum Kern des Ganzen zu kommen. So kannst du es dir vorstellen. Na, wie könnte das aussehen? Das könnte so aussehen, dass du vielleicht erst in der Einrichtung unterwegs bist. Also, keine Ahnung, vielleicht bist du erst Flirtcoach und dann gehst du vielleicht ein bisschen in diese Männlichkeitsrichtung. So, das ist ja das, was gerade bei mir ein bisschen passiert. Na, du merkst, okay, coachen, Männer ausbilden, das ist eine interessante Sache. Oh, aber okay, es geht nicht nur um das Flirten, ich möchte ein bisschen tiefer gehen, auf ein bisschen grundlegendere Ebenen. Ah, okay, also du merkst, es spezialisiert sich vielleicht auch immer mehr. Und vielleicht kommt man dann irgendwann dazu, dass man sagt, ja, okay, die Kernidee ist eigentlich, dass man bewusst sein muss und deswegen werde ich jetzt Meditationstrainer. Es hat also immer was mit Ausbildung zu tun, in diesem Pfad, den ich dir gerade hier zeichne, sage ich mal. Und man kommt immer tiefer, immer mehr an den Kern der eigentlichen Sache ran. Es muss aber nicht so sein, dass, wenn sich deine Berufung ändert, dass es dann immer tiefer einen Weg runtergeht. Es kann auch sein, dass du in einem gewissen Abschnitt deines Lebens eine Berufung hast, der du folgst, die dann irgendwann unwichtig für dich wird und du dann irgendwann eine neue Berufung findest, die nicht unbedingt was mit dem alten Thema zu tun haben muss. Ne, es kann einfach sein, dass dieses alte Thema sehr oberflächlich war, was deine Berufung angeht. Das merkst du dann irgendwann, bist fertig mit dem Thema und dann gehst du vielleicht auf eine tiefere Ebene. Und wie gesagt, es muss nicht so stringent sein im Sinne von Flirtcoach, Männercoach, Meditationscoach als Beispiel jetzt, sondern es kann eben auch so sein, dass du erst, keine Ahnung, bist du Polizist und irgendwann merkst du, okay, ja, das ist jetzt nicht mehr mal, also ist einfach nur ein Beispiel jetzt, ist nicht mehr meine Berufung und dann wirst du, keine Ahnung, gehst du in den Wald und baust dir eine Hütte und fällst dort Bäume und baust so Kuckucksuhren oder was auch immer und merkst so, ja, ich möchte, meine Berufung ist es, der Welt zu dienen mit meinem Handwerk. Als Beispiel, ist einfach nur ein Beispiel, ne? Und dann ist das vielleicht deine Berufung und das geht dann vielleicht auch länger und hört vielleicht auch irgendwann wieder auf und dann kommt vielleicht was Neues. Und das ist eben das, was ich meine. Also sei halt bereit dafür oder sei dir im Klaren, dass sich das immer verändern kann und dass es immer tiefer gehen kann und du dich dem Ganzen immer annäherst und natürlich auch immer zufriedener wirst in diesem Prozess. Wie kann man das jetzt aber eigentlich machen? Und hier wird es halt schwierig. Also es gibt keine 100%ige Anleitung, die für jeden funktioniert. Und das macht es so schwierig, seine Berufung zu finden. Und deswegen setzen sich so viele Männer dann lieber vor den Fernseher oder irgendwo anders vor irgendwelche Ablenkungen, weil es ihnen total schwierig ist. Es ist wahrscheinlich die schwierigste Sache, die du dir als Mann im Leben vornehmen kannst. Und es benötigt immer weiterführende Arbeit. Und deswegen ist es natürlich einfacher, sich davon abzulenken, indem man ablenkende Sachen tut. Ich muss sie jetzt nicht alle aufzählen. Ich denke, das ist dir schon klar, was ich damit meine. Und das nur ganz kurz, ich will nicht sagen, ich bin der ultimative Sucher meiner Berufung. Ich bin auch ein Ablenkungstyp. Ich kann das auch sehr gut, so wie jeder andere auch. Für mich ist das auch immer noch eine laufende Aufgabe, offensichtlich. Ich teile dir nur mit, was ich vom jetzigen Standpunkt aus weiß. Dinge, die du aber tun solltest, nicht diese Ablenkung. Und ich habe in vergangenen Videos schon darüber gesprochen und auch David Dale spricht in seinem Buch darüber. Deswegen immer noch ganz klare Empfehlung, Der Weg des wahren Mannes, unbedingt lesen. Du solltest verschiedene Dinge ausprobieren. Also du musst dich halt Herausforderungen stellen, um etwas über dich zu lernen. Herausforderung ist ein großer Punkt und sich zurückzuziehen aus der Welt. Wir haben das in vergangenen Videos schon mal besprochen. Herausforderung bedeutet einfach, dass du neue Dinge ausprobierst. Denn offensichtlich, wenn du neue Dinge ausprobierst, findest du etwas Neues über dich heraus. Nehmen wir jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, nämlich Praktika. In der Schule macht man immer diese Praktika. Ich fand es zum Kotzen. Damals hatte ich einfach nicht das Verständnis dafür, warum das wichtig ist. Und du machst verschiedene Praktika, sagen wir mal, du probierst 20 verschiedene Berufe, ich nehme jetzt Berufe als Beispiel, wie gesagt, Berufung und Beruf muss nicht zusammenhängen, 20 verschiedene Berufe probierst du innerhalb von 2 Jahren aus und es ist ja klar, dass wenn du das machst, und das ist natürlich eine Herausforderung, immer wieder in ein neues Gebiet zu gehen, neue Leute kennenzulernen, sich irgendwo neu als Praktikant zu bewerben, ist natürlich eine Herausforderung, da haben wir diesen Aspekt, aber du lernst natürlich auch enorm viel über dich, du merkst vielleicht, oh okay,
ja, irgendwie mit Leuten zu arbeiten, das liegt mir schon eher. Und hast dann vielleicht gemerkt, als ich in der Bibliothek Bücher einsortiert habe, das war nicht so mein Ding. Also du kommst immer näher dran. Und wie gesagt, du musst jetzt nicht daraus schließen, dass du jetzt Immobilienmakler werden musst, weil du mit Leuten zu tun haben willst. Aber du hast etwas ganz Wesentliches über dich gelernt. Und etwas mit Leuten zu tun haben, das kannst du ja auch außerhalb deines Berufs. Da musst du ja nicht, das muss mit deinem Beruf nichts zu tun haben. Na, du könntest ja auch, weiß nicht, einen Verein für öffentliches Reden gründen und dort eben mit Leuten zu tun haben oder wie auch immer du dir das jetzt auslegen willst. Es geht einfach nur darum, dass du ausprobieren musst und dadurch herausfindest, immer mehr merkst, was dir liegt und was dir nicht so liegt. Beispielsweise bei mir. Ich mache schon sehr, sehr lange Sport. Ich war früher sehr übergewichtig, ich habe dann nicht viel Sport gemacht und ich mache total gerne Sport. Aber Sport ist sicherlich nicht die Sache, in die ich hätte tief einsteigen können. Also ja, ich hätte tief einsteigen können, aber es liegt einfach nicht so ganz in meiner, ja, ich sag mal, Ursprungsbefähigung. Also das ist nicht meine Kernkompetenz. Ne? Ich bin eher der Kopfmensch, ich bin eher mit Intelligenz. Das liegt mir, das kann ich gut. In solche Sachen gehe ich auch immer sehr gerne tief rein. Das ist so der Punkt, der für mich eher passt, für den ich besser ausgestattet bin von vornherein, sage ich mal so. Was nicht bedeutet, dass du nicht auch ein guter Sportler sein kannst, auch wenn vielleicht die Anfangsbedingungen dafür nicht stimmen. Aber was du halt herausfindest, ist, wo deine Stärken liegen, was du gerne machst. Und das bringt dich schon mal auf einen sehr, sehr guten Hinweispfad hin zu deiner Berufung. Wie gesagt, das ist ein langwieriger Prozess. Naja, also sowas wie Praktika ausprobieren, verschiedene Dinge ausprobieren, das muss nicht nur ein Jobpraktiker sein, du könntest ja auch ausprobieren, ein Musikinstrument zu spielen, dann probierst du mal aus, jede Woche ein Buch zu lesen, dann probierst du mal aus, keine Ahnung, Fußball spielen im Verein oder was auch immer und merkst so, was dir liegt und was dir vielleicht nicht liegt. Und was du auch tun solltest, was immer hilfreich ist, ist dabei Tagebuch zu führen, um zu reflektieren, um zu gucken, okay, was gefiel mir denn in dieser Aufgabe oder was gefiel mir denn am Fußballspielen? Ah, das mit den Menschen, das Sportding fand ich nicht so interessant, aber im Team zu arbeiten, das fand ich cool. Okay, schön, wie könnte ich das noch weiterentwickeln? Und so entwickelt sich das Ganze eben immer weiter, bis es immer besser passt. Ich hoffe, das ist verständlich. Ne? Das ist dieser Herausforderungsweg, den du gehen kannst. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite hast du diesen Rückzug aus der Weltweg und am besten kombinierst du diese beiden Sachen. Ne? Also du hast die Herausforderung, wo du Dinge ausprobierst und kombinierst das mit einem gewissen Rückzug aus der Welt. Was meine ich mit Rückzug aus der Welt? Rückzug aus der Welt bedeutet, dass du reflektieren kannst, dass du in Ruhe nachdenken kannst, dass du alles mal sacken lassen kannst, ohne Ablenkung. Na, und es gibt viele Dinge hier auf dem Channel, die ich dir schon mal empfohlen habe in diese Richtung. Du weißt, dass ich auf diesen 10 Tage Meditationsrückzug war. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis, auch wenn es die größte Herausforderung meines Lebens bisher war. Wenn du ein Kopfmensch bist, auf jeden Fall eine riesen Herausforderung für dich. Aber nach diesen 10 Tagen war mein Fokus sehr, sehr stabil und mir war sehr klar, was mein nächster Schritt ist, was ich als nächstes tun muss. Und so eine Klarheit hätte ich hier in der normalen Welt überhaupt nicht bekommen können, weil hier in der normalen Welt bist du niemals 10 Tage lang in Ruhe. Ja, du hast dein Handy, das pinkt dann schreibst du auf WhatsApp, was ja auch völlig in Ordnung ist. Bist auf Arbeit, triffst abends Freunde. Du hast einfach gar nicht die Ruhe, damit sich das Ganze setzen lassen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass du 10 Tage in den Rückzug gehen musst. Es reicht auch, wenn du mal einen Tag für 4-5 Stunden einfach in den Wald gehst. Ist auch eine Sache, die ich dir empfohlen habe. Ist auch eine Sache, die in meinem Buch steht. Geh in den Wald, bau dir so einen kleinen Kreis. Das habe ich schon öfter gemacht. Bau dir so einen kleinen Kreis aus Steinen oder Stöcken, ein bisschen tiefer im Wald vielleicht. Mach den Timer an, 5 Stunden, nimm dir was zu trinken, mir vielleicht was zu essen. Setz dich dahin, bleib einfach in diesem Kreis, geh nicht aus diesem Kreis raus, mach nichts, sondern sitz da einfach nur. Nach den 5 Stunden nimmst du dir ein Buch, das du optimalerweise mitgenommen hast und schreibst vielleicht kurz, reflektierst kurz, was da hochgekommen ist. Also das Ganze ist sozusagen so eine 10 Tage Meditation Light-Variante. Aber auch jeden Tag zu meditieren, auch wenn es nur 10, 20 Minuten sind, ist eine wichtige Sache, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen, um so ein bisschen Erfahrungen sacken zu lassen. Und ich hoffe, hier wird dann auch die Kombination dieser beiden Schritte klar. Ne? Du probierst Sachen aus, du stellst dich Herausforderungen, du interagierst mit der Welt und diese Erfahrungen, die du dann dort machst, musst du eben verarbeiten können. Und das kannst du, also es ist ja klar, dass wenn du jetzt jeden Tag, also angenommen, du machst Praktikum nach Praktikum, dann gehst du am Wochenende noch feiern, gehst vielleicht noch Frauen ansprechen, hast eine Freundin, hast hier noch einen Job, da sind noch Freunde von dir und das kommt alles so Schlag auf Schlag. Dann ist es ja klar, dass wenn da überhaupt keine Ruhephase, das ist natürlich jetzt extrem gesagt, aber wenn da überhaupt keine Ruhephase zwischen liegt, dann kannst du diese Erfahrung natürlich auch gar nicht verarbeiten und dann bringt dir das Ganze auch nur begrenzt was. Ne? Du kannst dann nicht merken, was eigentlich das Wichtige und das Kernelement
die Berufung hierbei vielleicht sein könnte. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch diese Aus-der-Welt-Raus-Momente hast. Und wie gesagt, du musst dafür nicht eine Woche weg. Es reicht, wenn du das mal einen Tag lang machst. Und auf jeden Fall solltest du jeden Tag meditieren und Tagebuch führen. Das gehört auch mit in diese Reflexions-, in diese Rückzug-aus-der-Welt-Sache. Natürlich kannst du Fernsehen gucken. Natürlich kannst du am Handy sein und WhatsApp und Leuten schreiben. Natürlich kannst du Freunde treffen. Du kannst alles machen. Nur mach dir klar, dass wenn du diesem Berufungsweg näher kommen willst, dann musst du diese beiden Elemente nehmen und musst sie miteinander kombinieren. Und ich bin selbst gerade überrascht, wie spezifisch ich doch geworden bin in diesem Video, denn ich habe, als ich vorher darüber nachgedacht, mir überlegt, dass ich gar nicht so genau sagen kann, wie man diesen Weg einschlagen kann. Aber ich denke, ich habe dir eine relativ gute Anleitung mitgegeben, der du folgen kannst. Ne? Natürlich musst du diese Herausforderung, dieses Ausprobieren, verschiedene vielleicht Praktika machen, verschiedene Freizeitaktivitäten ausprobieren, mit verschiedenen Leuten unterwegs sein, lesen, was auch immer, was ich gerade gesagt habe, was genau du hier machst, das musst du natürlich für dich selbst rausfinden, aber ich glaube, der grobe Plan, wie man da hinkommen kann, ist, denke ich, klar. Und wie gesagt, hab da einfach Geduld mit dir. Das ist ein gradueller Prozess. Du wirst graduell immer mehr merken, wie du dich festigst als Mann, wie du entspannter wirst, wie du in deiner Maskulinität mehr zu Hause bist. Das passiert eben über die Zeit. Ne? Also, seit ich angefangen habe, diese Videos hier zu machen vor, keine Ahnung, 5, 6, vielleicht sogar mittlerweile 7 Jahren, das ist ja nun wirklich schon eine lange Zeit, die ich hier auf dem Channel Videos mache. Seit ich angefangen habe, ist es eben genau das, ein gradueller Prozess. Es hat sich immer weiter verbessert. Ich bin immer näher daran gekommen. Ich merke immer mehr, wo ich hingehöre, was mein Ding ist in der Welt. Weiß es absolut nicht 100%, aber kann ich auch gar nicht, weil so schnell geht eben diese Reise nicht. Es ist eben nichts, was du beschleunigen kannst durch irgendwelche Tricks oder Techniken oder Taktiken, sondern es ist einfach was, was du machen musst, wo du dranbleiben musst und was sich dann immer, immer besser anfühlen wird, wo du immer mehr in deiner Maskulinität, in deiner Berufung dann zu Hause sein wirst. Wunderbarer Abschluss des Videos. Wenn du dazu noch Fragen hast zu dem ganzen Prozess, schreib es mir in die Kommentare. Auch bitte in die Kommentare, welche Themen du noch behandelt haben möchtest. Dieser Input von euch ist total wichtig für mich. Ne? Das ist ganz wichtig und ich nehme gerne, wirklich gerne eure Themenvorschläge und mache daraus Videos. So, schön, dass du da warst zu diesem etwas längeren Video. Ich hoffe, du hast bis hierhin geschaut. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin, ciao.